Heute werden wir wieder 11x11x81 plus Bundesliga-Packs. Mein FIFA 22-Team bestimmen. Ich hoffe da wirklich auf viele Bundesliga-Team of the Seasons. Das Tots ist wirklich völlig geil. Also ich freue mich unfassbar, die Dinger zu ziehen. Wenn euch das Video gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Knacken wir heute die 5000 Likes-Challenge für euch. Wäre mega nice. Und falls du noch kein Abo dagelassen hast, dann mach es unbedingt, um keine Videos mehr zu verpassen. Würde mich freuen. Und dann gehen wir rein ins Video. So, wir sind in FIFA 22 angekommen. Wir starten wie immer auf meinem Account mit meinen beiden Bundesliga-Packs. Eins über die SBC, eins erspielt. Und danach geht's rein in die Abo-Accounts. Wir werden insgesamt 18 Packs öffnen, wenn es gut läuft. Und dann hoffe ich mal, dass ich diese Woche mehr lacke in den Packs als bei der Premier League. Weil aus den Premier League-Packs hatte ich zweimal keinen Tots. Ich hoffe jetzt zumindest auf einen. Komm schon, EA, bitte. Aha, let's go. Es gibt wahrscheinlich auch kaum Walkouts außer den Tots-Karten. Also entweder du ziehst einen Tots oder du ziehst halt gar nichts. Aber ja, das erste Pack war schon mal sehr geil mit einem Hernandez. Super, ehrlich. Und ja, dann gehen wir direkt rein ins zweite Bundesliga-Pack. Komm, gib mir irgendwas. Irgendwas. Ich bin egal, mit was bin ich zufrieden, EA. Bitte gönn doch mal. Bitte gönn doch mal. Und wir gehen rein und es ist ein Tots. Let's go. Deutschland. Torwart, Manuel Neuer. 95er Rating, den nehme ich sehr, sehr gerne. Jetzt muss ich nicht mehr jedes Mal den Foot Birthday Neuer kaufen. Das ist eigentlich ganz geil. Und aus dem ersten Pack weiß ich schon gar nicht mehr, was da drin war. Ich glaube, Lucas Hernandez. Ich werde heute wieder aus jedem Pack einen mitnehmen. Ich nehme den Lucas Hernandez. An andere Karten kann ich mich nicht erinnern. Wir schauen rein. Dahinter ist nämlich nochmal einer. Komm schon. Ja, Thomas Müller. Oh mein Gott, let's go. Thomas Müller ist auch noch drin. Forster Skills, Forster Weakfoot. Es geht doch. Es geht doch. Die Karte sieht auch ultra geil aus. Den werde ich natürlich auch mitnehmen. Alle Tots werden ins Team mit eingebaut, die wir ziehen. Sehr, sehr geil. Richtig, richtig nice. Nehme ich gerne. Und jetzt gehen wir zu den Abos auf die Accounts. So, wir gehen rein ins erste Abo-Pack. Und er zieht auch einen Tots. Let's go, Deutschland. Ich habe nicht gesehen, was es war. Es hat geleckt. Es ist David Raum. Okay, sehr geil. Ich habe das gute Gefühl, dass heute deutlich mehr Tots am Start sein werden als beim Premier League Tots. Das freut mich schon mal sehr. Und dahinter weiß ich nicht. Oh mein Gott, Kostic ist auch noch drin. Alter, die Packs gönnen wirklich heute richtig. Der kostet auch schon nur 50.000 Münzen, der Kostic. Aber vielleicht bekommen wir heute ein halbwegs gutes Tots-Team hin. So, nächster Account von einem Abonnenten. Bitte der nächste Tots. Ah, okay, man kann doch auch Walkouts ziehen. Das ist der gute Kingsley Coman. Sollten wir keine anderen Tots mehr ziehen für den Sturm, würde ich den nehmen. Also ich packe mir schon mal Coman ein. So, nächster Account. Der Mann hatte einen roten Ronaldo, also kann er nur lacken. Okay, falsch gedacht. Portugal, Stürmer, den werden wir heute wohl auch öfter sehen. Das war gar nichts. Und dahinter für mein Team, ja gut, habe ich jetzt nicht wirklich gesehen, außer ein Sané nehme ich jetzt einmal mal mit. So, wir öffnen das nächste Pack bei Lewis. Wir haben schon länger keinen Tots mehr gesehen. Komm schon, ey, gönn, Junge. Es ist ein Inform. Patrick Schick, dass der keinen Tots bekommen hat, kannst du keinem erzählen. Wirklich, wenn er nicht als SBC kommt, muss ich komplett los. Dahinter ist noch Lacroix. Alles klar. Ich würde sagen, Lacroix, den nehme ich mit. Den nehme ich mit. Den upgraden wir ganz frech auf den Future Star. So, das müssten Pack 7 und 8 sein. Beim guten Matze. Und dann gehen wir rein ins erste. Komm, also aus mindestens einem Pack will ich jetzt einen Tot sehen. Wir gehen rein ins erste. Es ist Coman. Es ist Coman. Oh mein Gott, Alter. Ich kann nicht mehr. Da muss jetzt gleich wieder ein Tots kommen. Sonst kriege ich die Krise. Und sonst bekommen die Jungs hier auch die Krise. Und ich weiß jetzt hier auch ehrlich gesagt nicht, wen ich hier mitnehmen soll. Die sind halt alle ganz, ganz großer Quatsch. Hier hat auch gefühlt niemand eine Special Card, Digga. Ich nehme mir jetzt einfach mal Arnold mit. Ja, super. Und dann gehen wir rein in sein zweites 11-mal Bundesliga-Pack. Komm schon, EA. Wenigstens einen Tots. Es wird wieder ein Inform. Frankreich. Mukiele. Aua. Also aus zwei Packs keinen zu ziehen, das tut mir auf jeden Fall leid. Für uns ist es jetzt der Rechtsverteidiger. Aber, na, bodenlos, wirklich. Ich bin gebrochen, schreibt er. Das wäre ich an seiner Stelle auch. Das war ganz, ganz großer Quatsch. Kuss geht raus, EA. So, Pack 9 und 10 bei Ischleifton. Der zieht jede Woche, der Mann. Auf den ist Verlass. Von dem her, EA, gib dem jetzt einen Tots. Ich will endlich wieder einen sehen. Und da ist er. England, 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 Deutschland, Torwart, Digga. Manuel Neuer wird der neue Bruno Fernandes oder der neue Rodri, habe ich das Gefühl. Aber immerhin hat er 95er Rating. Aber den sehen wir heute öfter. Den sehen wir heute öfter. Yay, Torwart Nummer 500. Aber dahinter ist noch einer. Komm, 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 komm. Schade. Das war's komplett. Wen nehme ich aus diesem schönen Pack? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich nehme einfach mal
nennen Julian Brandt, den habe ich als Headliner. Alles klar, wir öffnen sein zweites Pack. Back-to-back Tots, wer big? Das hatten wir bis jetzt noch nicht, aber natürlich ist es auch heute nicht der Fall. Der gute Patrick Schick ist wieder am Start. Ja, sieht jetzt gar nicht mal so schick aus. Aber im Werder-Trikot für nächste Saison würde ich begrüßen, Kappa. So, wir schauen rein, was ist da sonst noch drin? Irgendwelche Karten, die man gut upgraden kann auf Rech. Ginter, Stindl, Kramaric. Ja, irgendwie nicht, ne? Irgendwie nicht. Dann würde ich mir einfach mal den Schick auf die Bank packen. So, wir gehen rein ins 11. Pack bei Crunky. Können wir wieder abhaken. Hilfe. Jan Sommer, mein Bester. Moin, Meister. Nicht so schön, dich zu sehen. Joa. Ich glaube, ich nehme mir mal einen Sabitzer mit. Das ist ein kleines Upgrade für Arnold. So, wir haben wieder zwei Packs am Start. Ich bin gespannt, was dabei rumkommt. Wir gehen rein. Komm, bitte. Ja, es geht doch. Und jetzt irgendwas anderes. Holland. Rechtsverteidiger Frimpong. Sehr geile Karte. Gutes Upgrade. Vorher hatten wir Mukiele, jetzt haben wir Frimpong. Die Karte sieht wirklich schmackhaft aus. Den nehme ich mit Kusshand. Ist noch was dahinter, ist die Frage. Also, weiß ich nicht. Okay, Mukiele ist auch noch am Start. Aber Frimpong, sehr geil. Und dann gehen wir rein in sein zweites Pack. Komm, back to back, back to back. Schade, es wird mal wieder ein Inform. Tschechien, Patrick, Schick. Dahinter wird wahrscheinlich auch nichts Tolles sein. Vielleicht irgendwas, was man undercover noch upgraden kann. Auch ein Lacroix. Ja, komm. Reus. Ja, komm. Ich nehme Reus mit. So, nächster Account. Der Kollege hat auch zwei Packs. Und ich will zwei Tots sehen. Da ist der erste. Deutschland. Innenverteidiger. Schlotti, Junge. Schlotterbeck. Sehr, sehr geil. Über den freue ich mich sehr, den im Team zu haben. Dann können wir den auch mal in der Weekend League testen. Und dahinter ist leider keiner mehr. Aber Schlotterbeck ist eine überragende Karte. Kostet auch ja, direkt nur 100.000, Digga, diese Preise in der Wahnsinn. So, und dann gehen wir rein in sein zweites Pack. Back to back. Man kann es knicken, okay. Da wird auch nichts drin sein. Und ich glaube, ich kann mir auch sparen, da irgendwelche Leute rauszunehmen, weil die sind eh alle eher für die Tonne. Es sind auch immer die gleichen. So, wir haben wieder zwei Packs bei Gamer Legend. Ich habe schon den Überblick verloren, wie viele Packs ich gezogen habe, aber es sind noch ein paar letzte Packs. Komm, wir gehen rein ins nächste. Das wird der nächste Team of the Season. Deutschland, Torwart. Ah, das kann nicht wahr sein. Der Manuel Neuer, der kommt öfter vorbei. Gutes Futter. Nee, das wäre natürlich Majestätsbeleidigung, den abzugeben. Aber dahinter ist noch einer, weil der hat ein 95er Rating. Komm schon, ey. Gönn, Junge. Gönn. Leider nicht. Okay, schade. Komm, jetzt will ich hier einen Back-to-Back-Tot sehen. Komm schon. Und der schafft's wirklich. Deutschland. ZDM. Wer ist das? Kimmich. Der ist heftig. Also, der wird auch ein bisschen was kosten, da bin ich mir sicher. 1 Million. Let's go. Es geht doch. Dann fliegt der Witzel-Flashback wahrscheinlich doch eher raus. Alter, der ist ultra sick. Da kann jetzt auch noch alles dahinter sein bei einem 97er Rating. Wir wollen jetzt hier auch nicht zu viel verlangen, aber gut, war wohl ein bisschen zu viel verlangt. So, paar Packs haben wir noch und das ist der nächste Tots. Holland, Rechtsverteidiger, Frimpong. Den haben wir schon. Hat sich gereimt. Komm, Back-to-Back-Tots, Abfahrt. Es geht doch, Deutschland, Linksverteidiger. Ach, den haben wir auch schon. Wir haben mittlerweile aber auch bald ein volles Tots-Team. Ohne Witz. Sehr, sehr gut gepackt heute. Vielleicht ist dahinter noch was, aber ich glaub's nicht. Trotzdem zwei starke Packs. So, wir gehen rein ins Pack von Colin und da ist ein Tots drin und er wollte Haaland und es wird David Raum. Schade. So, wir gehen rein in unser letztes 11x81 Plus Pack und es wird zum Abschluss ein Tots und es wird nochmal Kostic. Ich dachte kurz, es wird nochmal ein anderer, aber es ist Kostic. Aber die Karte sieht trotzdem geil aus. Ich glaube, der hat leider wieder nur 3 Sterne Skills. Der bekommt auch jedes Jahr eine geile Karte. Quatsch, der hat sogar Forster Skills. Sieht richtig geil aus. 5000 Münzen nur. Geht fit. Dahinter ist gar nichts, aber ich würde sagen, ich kaufe die Spieler zusammen und dann gehen wir rein in die Weekend League. Boom, hier steht unser Bundesliga Team of the Season, 11x81 plus Bundesliga Team, sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Wir haben insgesamt 7 Tots gezogen, also eine relativ stabile Ausbeute, würde ich mal behaupten. Und das Team sieht auf jeden Fall spielbar aus. Damit werden wir jetzt 5 Games machen, der Weekend League das Team mal testen und schauen, ob wir damit 5 Siege holen können. Abfahrt. Let's go, wir gehen rein ins erste Spiel. Okay, das sieht machbar aus. Marco Reus macht der super Bruder. Nee, nee. Schön, Coman, let's go, wichtig. Ja, Thomas. Macht der gut, Digga, mach ihn rein, Alter. Was ist das denn? Entschädigung fürs Erste, Alter. Nein. Bruder, so unverdient. Ach komm, Digga, es ist sinnlos wieder.
Reus, Junge, da bist du doch. Was ist das schon wieder für ein erstes Spiel, Alter? Ja, komm, mit ganz viel Luck zum 4:3. Komm, Junge, Thomas. Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott, ja. Wie wichtig. Let's go. Damit gewinnen wir das erste Spiel mit 5:4. Ich kann mich direkt einweisen lassen, Alter. So, rein ins zweite Game kann nur besser werden gegen den Schalke-Fan. Und die Teams sind wirklich mittlerweile so böse. Nein, Junge, das sind die verschwitztesten Spieler, die ich je gespielt habe, diese ersten zwei Games. Ich kann es mir gerade ganz schwierig geben. Alles klar. Ich würde sagen, ich lasse es gegen den. Ich sehe hier gar kein Land. So, wir gehen rein ins dritte Spiel. Es ist wirklich der Wahnsinn. Ich nehme das Ganze am Freitagabend, Freitagnacht auf, direkt zum Weekend League Start. Ich habe sowas noch nie erlebt, wirklich. Der Gegner scheint nicht so gut zu sein, wichtig. Schöner Pass. Rüber auf Kingsley, da ist er. Digga, Leroy Sané. Digga, der Gegner ist so lattenstramm, Digga. Ich schieße das dritte Mal an die Latte. Stark. Reus, let's go. Starkes Ding. Komm, Coman, let's go. Und der Gegner quittet wichtig und richtig. So, wir gehen rein ins nächste Spiel. Okay, okay. Es gibt 11 Meter. Gegner ist wieder der größte Öler, den ich je gesehen habe. Was passiert hier am Freitagabend? Aber mit Bundesliga-Teams zocken ist auch ehrlich gesagt nicht ganz so meins. Mir fehlen so ein bisschen die 5-Star-Skiller in dem Team. Das ist ganz schwierig. Wir bleiben stehen. Komm, mach deine Faxen, Junge. Alles klar. Jungs, ich werde hier so krass rasiert. Ich weiß, ihr hasst es, wenn ich bei 2:0 quitte, aber ich kann gar nichts machen, ehrlich. So, wir gehen rein ins letzte Spiel. Danach muss ich aufhören. Das ist sinnlos. Der Gegner hat wieder das krankeste Team, Alter. Ich bin auch nie so schlecht in der Weekend League gestartet, glaube ich. Wenn wir das jetzt noch verlieren, jo, dann auf jeden Fall. Komm. Ja, let's go. Wenigstens mal ein richtig guter Start. Coman auf... Ah, das ist gut gespielt. Komm schon, wir sind wieder zurück. Oh, wie unnötig. Sané, schöner Pass auf Kingsley Coman, wichtig. Ja gut, wenigstens das letzte Spiel nochmal gewonnen. 3:2 nach 5 Spielen ist trotzdem absolut bodenlos. Mein Ziel ist natürlich auch diese Woche wieder 14 Siege zu holen, aber ich glaube, dieses Wochenende werden es nur 11. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Ein paar geile Tots gezogen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, ich muss ins Bett. Macht's gut, haut rein und ciao.